Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen bei That's Me, der Nummer 1 für alle Männer da draußen, wenn es um Mode und Leister geht. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar ist es heute endlich mal wieder ein Haarstyling-Tutorial. Mark Eggers Haarstyling-Tutorial 2021. Ihr habt es mitbekommen, nachdem ich jetzt über ein Jahr lang meine Haare habe wachsen lassen, war der Bohrer hier und hat mir die Haare abgeschnitten. Und jetzt dachte ich mir, das ist doch mal ein passender Anlass, um endlich mal wieder ein Haarstyling-Tutorial zu machen. Ich muss euch auch wirklich sagen, nachdem die Haare ab waren, jeden Morgen habe ich mich darauf gefreut, die Haare zu stylen. Ich weiß, wir haben zwar gerade Lockdown, wir können nicht viel rausgehen, ist immer noch Corona-Situation, aber ich style mir trotzdem irgendwie jeden Tag die Haare. Einfach aus dem Grund auch, ich fühle mich dann irgendwie besser, ich fühle mich fresher und es bringt auch einfach Spaß. Also heute zeige ich euch, wie ich aktuell meine Haare style und vorab, natürlich benutze ich meine eigenen Produkte, aber ihr könnt selbstverständlich eure Sachen benutzen. Ihr wisst, früher, wo ich noch nicht meine eigene Linie hatte, habe ich auch andere Produkte verwendet. Also das soll wirklich kein Werbevideo sein, sondern benutzt das, womit ihr zufrieden seid. Jeder hat eine andere Haarstruktur, jeder stylt sich auch teilweise anders die Haare. Ich habe halt die Haare, die ich auf dem Kopf habe und dementsprechend kann ich euch das auch nur so zeigen. Also so funktioniert es bei meinen Haaren und ganz, ganz wichtig, Freunde, ihr seht es ja schon. Wenn ihr eure Haare stylt, bitte immer eine Lederjacke tragen. Ich hatte vor kurzem einen Raum bei Clubhouse und da ist jemand auf die Bühne gekommen und hat mir gesagt, dass er damals, ich glaube, das muss 2011 gewesen sein, bei dem Germany's Next Undercut mitgemacht hat. Kennt ihr noch diesen Frisuren-Contest? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Da habe ich über Facebook den besten Undercut, also die beste Undercut-Frisur gekürt. Wenn ihr darauf Bock habt, Leute, ja, dass wir mal wieder so ein Format machen, einfach Germany's Best Hairstyle oder so, schreibt das einfach mal in die Kommentare. Dann machen wir hier mit der That's Me Crew Community einfach mal so einen Contest und wir gucken uns eure Top-Frisuren an, wie ihr die Frisuren gestylt habt. Ihr könnt mir halt Bilder schicken auf Instagram. Ich gucke mir das Ganze an. Also wenn ihr Lust habt, schreibt mal in die Kommentare. Germany's Next Hairstyling. Was ist das für eine Abkürzung? GNH. Also GNH, ne? Germany's Next Hairstyling. Irgendwie ein komischer Name, ne? Es ist scheißegal. Wir nennen es so. Germany's Next Hairstyle. Germany's Next Hairstyle. GNH. HNG. Husi Mu. Ja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann machen wir nochmal so einen Contest und schickt mir natürlich schon mal gerne eure Bilder zu, wenn ihr darauf Bock habt. Und ja, jetzt geht's los. Ich werde mir jetzt mal meine Haare stylen. So mache ich das aktuell. Also wenn ich jetzt hier zur Seite gucke, gucke ich in das Display von der Kamera. Also nicht wundern. Darüber style ich mir jetzt die Haare. Wer braucht schon einen Spiegel? Digga, ganz ehrlich, so ein Display reicht doch aus. Haarstyling Tutorial bei Mark Eggers 2021. Let's go. Auch wichtig, Freunde, nie Hosen tragen bei Videos. Als allererstes, ich habe mir gerade die Haare gewaschen und das ist auch noch ein Tipp, den ich euch mit ans Herz legen kann. Früher hatte ich immer mal wieder Schwierigkeiten mit dem Haarstyling, dann habe ich mal unterschiedliche Shampoos ausprobiert. Was ist die Mehrzahl von Shampoo? Shampoos? Shampoos, ne? Ja. Dann habe ich mal unterschiedliche Shampoos ausprobiert und habe gemerkt, dass die Produkte einfach viel, viel besser in meinen Haaren gehalten haben. Also checkt das unbedingt mal aus. Wenn ihr auch sagt, ich bekomme meine Haare nicht so gut hin, die Produkte halten nicht richtig, fangt als allererstes mal mit dem Shampoo an. Da habe ich nämlich echt krasse Unterschiede gemerkt, dass ich einfach danach meine Haare besser stylen konnte. Nur so, zur Information. Dann, nachdem ich mir die Haare gewaschen habe, rubbel ich sie so ein bisschen trocken. Früher habe ich immer in das trocken gerubbelte Haar Produkt reingemacht und habe es dann trocknen lassen an der Luft. Das mache ich nicht mehr. Mittlerweile föhne ich mir die Haare. Ich packe auch vorher noch den Haarfettiger rein, damit ich einfach besser die Haare stylen kann, damit ich einfach mehr Volumen habe. Ihr werdet das jetzt auch gleich einmal sehen, aber nur so zur Information. Bei mir war es früher immer Haare trocken rubbeln, Produkt rein. Damals war es, glaube ich, noch das Osis Messer 2. Das habe ich immer reingemacht. Dann habe ich das an der Luft trocknen lassen und dann waren die Haare mehr oder weniger fertig. Bei mir ist es jetzt so, ich starte jetzt mit dem Haarverdigger. Für mich einer der besten Pre-Styling-Produkte. Checkt es auch gerne mal ab. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe ein gutes Haarwachs, aber irgendwie könnte ich mehr Volumen vertragen. Meine Haare sind so ein bisschen dünner. Die stehen nicht so gut, die haben nicht so viel Volumen. Checkt es mal ab. Bis zu 20% habt ihr hier auf jeden Fall mehr Volumen. Wascht eure Haare und direkt nach dem Waschen sprüht ihr das einfach. Schaut mal hier. Ganz normal links, rechts, überall drauf machen. Ich finde, das riecht auch wirklich mega, mega geil. Müsst gar nicht zu viel nehmen. Und dann habe ich hier tatsächlich auch nur wirklich so ein, weiß nicht, 5-Euro-Föhn oder so. Nichts Besonderes. Ich verwende auch tatsächlich keine Bürste, keine Rundbürste, gar nichts, sondern ich habe nur diesen Föhn. Aber ich achte darauf, dass ich die Haare jetzt schon mal so ein bisschen nach oben föhne, damit sie im Nachhinein einfach besser stehen. Das Ganze sieht dann bei mir einfach nur so aus, relativ simpel, relativ einfach. Also ich gehe da halt echt nur mit der Hand rein und föhne die einfach nur hoch. Hier gibt es auch nur so zwei Stufen, so an und aus. Ne? Also der Föhn verlinke ich euch auf jeden Fall nicht in der Infobox. Checkt ab, dass ihr auf jeden Fall einen besseren Föhn habt, der mehr Power hat. Aber es geht manchmal auch mit einfachsten Mitteln. Ich weiß auch nicht. Nach dem Umzug war das irgendwie der einzige, den ich am Start hatte. Dementsprechend ja, bin ich damit aber auch ganz gut ausgekommen, selbst bei langen Haaren.
Also ich nehme wirklich den Föhn und föhne wirklich von unten nach oben die Haare dann zwischendurch. Ne? Gerade auch zum Ende hin schön nach oben föhnen, dass man einfach einen besseren Halt nochmal hat. Zeit für ein Haartutorial. So sieht das Ganze jetzt nach dem Föhn aus. Wie gesagt, verwendet auch gerne eine Bürste oder einen Kamm, dann könnt ihr das Ganze einfach noch ein bisschen mehr richten, ein bisschen besser stylen. Man sieht es, der Haarverdicker leistet auf jeden Fall gute Arbeit. Das ist eine gute Basis, um jetzt die Haare zu stylen. Sie fühlen sich auch einfach super voluminös an. Ich habe jetzt schon einen richtig guten Halt, also ich glaube, man kann das ganz gut sehen. Und jetzt arbeite ich einfach das Wachs ein. Ja, ich verwende mein eigenes Wachs, Wax in Style. Für mich wirklich nach über einem Jahr, wo wir das jetzt auf dem Markt haben, immer noch das absolute beste Wachs. Meiner Meinung nach, also checkt es wirklich gerne, gerne ab. Für die Leute, die es gekauft haben, schreibt wirklich gerne mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Ich finde es wirklich überragend. Ich liebe es jetzt einfach, mir damit wieder die Haare stylen zu können. Wichtig, nimmt nicht ganz so viel. Also das kann ich wirklich nur bei meinem Produkt so sagen. Ich nehme da echt immer nur recht wenig, gerade am Anfang. Macht euch was rein, mehr kann man immer machen, aber wenn zu viel drin ist, dann ist es einfach nicht so geil zum Stylen. Dann schön verteilen in den Händen, dass ihr wirklich überall was habt. Auch an den Fingerspitzen finde ich besonders wichtig. Einfach verreiben und dann geht ihr bitte von hinten nach vorne. Ja? Viele Leute machen einfach den Fehler, wenn sie das Produkt in den Händen haben, dass sie einfach direkt vorne reingehen. Manchmal verklebt es dann, verschmiert, dann hast du vorne irgendwie so eine Strähne, wo viel zu viel Produkt drin ist. Deshalb einfach schön von hinten nach vorne arbeiten, immer so ein bisschen einkneten. Und dann könnt ihr auch hier vorne durchgehen. Schaut mal, so sieht das Ganze jetzt aus. Wie gesagt, ich habe jetzt gar nicht so einen richtigen Spiegel, wo ich mir das angucken kann, sondern nur hier ein Kameradisplay. Aber man sieht es einfach auch durch den Haarverdicker. Die Haare haben einfach mehr Volumen und man kann sie besser stylen. Und das ist das Coole. Ich kann halt hier wirklich irgendwie auch echt cool durchgehen, nochmal nach links und rechts. Ja, also so sehen meine Haare dann aus. Ich bin jetzt keiner, der da irgendwie noch Haarspray verwendet, weil ich wirklich immer wieder irgendwie so durchgehe durch die Haare. Deshalb feiere ich das auch so bei meinem Produkt. Die Hände verkleben irgendwie nicht. Man hat die Möglichkeit, immer wieder den ganzen Tag durchzugehen, neu zu stylen. Und ich feiere das jetzt auch gar nicht, wenn das alles so akkurat ist. Also ich gehe dann auch manchmal einfach nur so durch. Und dann lasse ich die Haare auch einfach so, wie sie sind. Also ich mag das. Ich gehe mir bestimmt locker am Tag 10-mal durch die Haare, dass ich immer noch mal einmal so neu richte. Dafür brauche ich jetzt auch gar nicht einen Spiegel. Und wenn da mal eine Strähne absteht oder das nicht ganz akkurat ist, finde ich das eigentlich ganz cool. Wie gesagt, ich verwende kein Haarspray, weil wenn ich Haarspray reinmache, dann kann ich einfach nicht mehr so richtig durchgehen. Ja, Leute, das war jetzt mal mein aktuelles Haarstyling-Tutorial. Ich verlinke euch natürlich sehr gerne meine Produkte unten in der Infobox. Also checkt wirklich gerne mal ab. Das für mich beste Haarwachs aller Zeiten, den Haarverdicker als Pre-Styler, ist alles verlinkt unten in der Infobox. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Schickt mir sehr, sehr gerne Bilder von eurem Haarstyling. Vielleicht gibt es bald die Rubrik Germany's Next Haarstyling. Ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf. Also folgt mir auf Instagram, schickt mir die Bilder. Daumen nach oben. Mein Name ist Marc Eggers und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace out.